Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Ultimate General Civil War. Leider ist mir bei der letzten Aufnahme das Mikro abgeschmiert und ich muss einmal nachvertonen. Daher, fangen wir mal an. Wir haben im letzten Video die Schlacht von Gettysburg gewonnen und können uns die Belagerung von Jackson vornehmen. Das ist im Osten und ich stelle hier gerade überrascht fest, dass wir im Westen sehr viel zu tun haben. Aber erstmal so. General Grants Armee hat die Festungsstadt Vicksburg eingenommen und unsere Verteidigung im Westen bricht immer mehr zusammen. Jackson, die Hauptstadt von Mississippi, wurde vor einem Monat von General Sherman's Corps geplündert und die Eisenbahnverbindungen wurden zerstört. Deswegen kriegen wir auch keine Verstärkung mehr, weil alles im Osten verbraucht wird. Während wir im Westen gewinnen, müssen wir im Osten retten. Genau. Und Sherman, der alte Plünderer, ne? Obwohl Jackson jetzt strategisch viel unbedeutender ist, handelt es sich dabei um die nächste Verteidigungslinie gegen die Unionsstreitkräfte im Westen. Das sind wir da, genau. Der Kriegsminister der Konföderation hat den Befehl gegeben, eines ihrer Korps nach Jackson zu schicken, um die Besatzung zu verstärken. Bevor sie ihre Brigaden aufstellen können, wird gemeldet, dass Sherman aus östlicher Richtung auf die Stadt vorrückt. Sie müssen schnell die westliche Befestigung der Stadt besetzen und die Angriffe zurückschlagen. Also wir verteidigen Ruinen. Ja, da überlege ich mir gerade, wie viel ich da verteidigen kann. Wenn wir die Armee der Unionisten besiegen, dann können wir genug Zeit gewinnen, um unsere Streitkräfte in Jackson zu versammeln und nach Westen zu marschieren, um Vicksburg zurückzuerobern. Also, ja. Wir müssen also die Möglichkeit der Rückeroberung von Ruinen ermöglichen, damit wir weiterkommen. Da wir immer noch Personalengpässe haben, war ich mir nicht sicher, welches Korps ich nehme. Da wir gegen knapp 40.000 Mann antreten müssen. Und ich dachte mir, wir nehmen mal das zweite Korps, weil das relativ frisch ist und ein paar Männer mehr hat. So, morgen General, Sie haben den Befehl, die Verschanzung westlich von Jackson zu besetzen und Shermans Vorstoß aufzuhalten. Die Verteidigungsanlagen beginnen in diesem Gebiet. Und enden hier, also ganz im Süden. Wir haben nicht genug Streitkräfte, um das gesamte Befestigungswerk zu besetzen. Daher müssen wir unsere Verteidigung strategisch planen. Ihre restlichen Brigaden werden bald aus dieser Richtung kommen. Ah, okay. Shermans Hauptangriff wird aus dieser Richtung erwartet, aber er wird mit Sicherheit versuchen, uns zu umzingeln, da er zahlmäßig überlegen ist. Gut. Und Verstärkung ist lustig, weil wir haben hier nur 15 Brigaden. Im Chor und das sind all unsere Männer, die wir haben. Mehr haben wir nicht. Wir müssen mit dem leben, was da ist. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am gucken, wie wir das am besten machen. Das Schöne ist, auf der Karte haben wir viele Verteidigungslinien. Also schön viel Welle, Wald, paar Todeszonen, die wir einrichten können. Und ich versuche meine Infanteriebrigaden einigermaßen weit zu streuen. Und in jeder Ecke ein bisschen abzudecken und mit der Kavallerie zu spähen. Zum Beispiel hier, Keys Brigade soll den Süden halten, Devon soll im Süden spähen und Stuarts Artillerie soll so ein bisschen unterstützen. Im Zentrum ist halt das Zentrum und im Norden ziehen wir auch ein bisschen die Truppen nach unten, um da eine Linie zu bilden. Und die Alabamas nur 2, glaube ich, sind es. Genau. So, dann lassen wir laufen. Wir verteilen noch ein bisschen unsere Brigaden. Die Artillerie kommt auf den Spotterplatz. Wir müssen das 4 Stunden durchhalten. Ja, während wir unsere Truppen verteilen, kann ich ja kurz einstreuen, warum Vicksburg so wichtig war. Also Vicksburg ist eine Stadt, die in Mississippi liegt und diesen beherrscht. Es gab mehrere Städte der Konföderierten, die Vicksburg, also den Mississippi, dadurch begrenzen und verteidigen konnten. Und das hat natürlich strategische Bedeutung, weil der Mississippi einmal quer durch den Kriegsschauplatz ging. Grant und Sherman haben halt 2 Feldzüge geführt. Der erste ist gescheitert, der zweite war erfolgreich, um Vicksburg einzunehmen bzw. den Mississippi damit freizukämpfen. So, wir sehen, schicke ich gerade meine Kavallerie los, um ein bisschen zu spotten und ich habe ein paar Skirmisher gefunden im Norden. Was nicht schlimm ist, die wir jetzt niedermachen wollen. Und die Yankees kommen. Das ist ja grauenhaft. Das
deswegen Vicksburg ist niedergebrannt. Das ist so ein bisschen der Hinweis, dass die Kampagne sich dreht. Weil die Stadt zurückerobert werden soll. So. Wir gehen ein bisschen Nahkampf mit unserer einen Kavallerie-Garde, guckt im Süden. Im Norden haben wir erstmal Truppen. Und wir haben gespotten eine Artilleriebatterie und ein bisschen Infanterie. Also Kavallerie ist nicht allzu nahkampfstark. Und das Gelände hilft denen auch nicht gerade. Weil wir gerade die Skirmisher, die da machen wollten. Ich wollte die eigentlich schnell wegschnapsen. Weil es sind auch nur reguläre Skirmisher. Und da kommt auch Bowman ranmarschiert. Wir werden also bald abhauen. Das gefällt mir nicht. Das Artilleriefeuer ist so heftig. Da gehen wir meiner Kavallerie stiften. Was in meiner Verhältnis sehr ungewöhnlich ist. Wir sehen, wir können einmal komplett im Zentrum die gesamte Karte überblicken mit unseren Truppen. Müssen wir bloß warten, wo die Infanterie sich ranmarschiert, ne? Noch sind wir leicht in der Überzahl. Aber wir haben auch noch knapp 3,5 Stunden vor uns. Ich mache ein bisschen die Truppen ein bisschen schicker. Verschiebe den noch ein bisschen. Ist halt die Frage, ne? Dieser kleine Vorsprung der Befestigung stört mich so ein wenig. Deswegen schicke ich Nelsons Brigade nach Norden, weil auch die Skirmisher rangerannt kommen. Und 2 Brigaden des Nordens gehen ins Zentrum. Das sind Skirmisher, die wir übrigens auch im Nahkampf angeschlagen haben. Den tun wir ein bisschen weh. Meine Befürchtung ist, dass die im Zentrum bei diesen Befestigungsvorsprung durchschlüpfen werden. Deswegen ist sie ein bisschen Artillerie vor, um zu unterstützen, falls ein Nahkampf geht mit Ferrero und Löscher. Die bastischen Kronprinzen sollen halt diese Lücke stopfen, die ich da habe. So. Im Süden habe ich erstaunlicherweise noch keine Truppen gespottet, deswegen gucke ich da nochmal. Wir sehen, da sind 3 Brigaden, die relativ stark sind, die da immer wieder vorrücken werden. Und ich verlege ein bisschen meinen Schwerpunkt mit Artillerie und Kommandeur erstmal in den Norden. Nelsons Brigade steht ganz im Norden und kann erstmal nichts machen. Wir haben also den Nachteil, dass Smith ständig beschossen wird. Und ich bin noch am Überlegen, wie ich am besten kläre. Und denke mir, gut, die bastischen Kronprinzen können ein bisschen Flankenfeuer reinhauen. Und jetzt kommt McClernand. Aus dem Osten, aus dem Südosten. Wo ich natürlich noch ein paar Truppen habe. Da ziehe ich Taylor rum und Stuarts Artillerie. Und hoffe, dass es da nicht allzu viele Brigaden sind. So, Leisure kriegt ein bisschen Flankenfeuer rein. Die Artillerie haut auch rauf. Während meine Kavallerie einmal komplett durchreiten konnte nach Westen. McClernands Kommando. Der Stab wird ein bisschen zusammengeschossen und weicht aus. Ich kann mir da noch keinen genauen Reim machen, was wie viele Truppen da kommen. Und hier probiert er das erste Mal mit seinen Brigaden in Nahkampf zu stürmen. Und dank der bereits runtergezogenen Artillerie wanken die. Und die werden auch schön zusammenschießen. Jackson ist auch da, der den Moral hochhält. Dass sie da halten, bin ich mir nicht sicher, dass Haggard hält. Also kommen die Drunken Irish und Unterstützung im Kavallerieangriff. Und Nelson wird in regulären Brigadeformation gezogen, um den Angriff zurückzuschlagen. Jetzt sehen wir auf der Karte auch schon, im Zentrum tauchen gegnerische Truppen auf. Der Nahkampf ist auch schon relativ dick, aber wir schlagen beide Brigaden zurück. Ziehe meine Kavallerie raus. Aber es ist ein riesen Kuddelmuddel. Wir haben nur ein paar hundert Mann verloren, also nicht wirklich viel.
Vierbeinig Snooze Snooze sich zurück. Hier bin ich am Spotten, weil bis auf den Stab ist da bisher nicht viel aufgetaucht im Osten, im Südosten. Und im Zentrum haben wir ein paar Skirmisher, die wir zusammenschießen. Noch verteilt sich das gut, noch kann ich das alles handeln. Smith erleidet kontinuierlich Verluste. Und dann merke ich, huch, was ist nun passiert? Die Alabamas Snooze Snooze 2 sind flankiert worden. Ja, da hat sich Birdwich als Brigade durchgeschlichen. Sie haben unseren Schwachpunkt entdeckt. Stimmt sogar diesmal. Und da kommt Manta. Thousand Gentlemen, mal vielleicht ein bisschen nach oben. Taylor sieht wieder zurück. Und jetzt muss ich halt anfangen, Löcher zu stopfen. Artery sich in der Mitte, die Südspitze will ich gar nicht mehr halten, weil ich da sonst so weit auseinander bin mit der Verstärkung. Man sieht, hier sind mindestens zwei Brigaden. Birdwich und irgendeine andere. Die Texas Ranger müssen halten. Drei Brigaden sind sogar da. Franzose Garde ist mit einer beschäftigt. Ist aber in Deckung. Da sehen wir hier Manta, Grimms Artillerie, bisschen Nachschub. Und wenn ich versuche, ich halt meine Linie irgendwie so konsolidieren, dass ich die halten kann. Was natürlich schwierig wird, wenn sie von mehreren Seiten kommen und man keine Reserven hat. Da ist zum Beispiel auch die Kavallerie durchgeschlüpft. Diesmal konnte ich sie Wrights Kavallerie-Brigade in Rückzug bringen. Aber es sind auch, was waren fast 9.000 Mann Kavalleristen, also eine sehr starke Kavallerie-Brigade. Und die Infanterie, die da versucht durchzuschlippen und meinen baskischen Kronprinzen in den Rücken schießen könnte, muss ich auch abwehren. Während wir Griffins Artillerie zusammenschießen und versuchen mit der Kavallerie niederzumachen. Dann haben wir erstmal im Norden die Angriffe abgeschlagen, hole die Kronprinzen zurück und versuche die Brigade von zwei Seiten und dem Rücken dadurch zu treffen. Und es sind immer noch 2,5 Stunden. Da ist eine weitere Kavallerie-Brigade mit 932 Mann. Da schicke ich meine eigenen Kavalleristen und die Drunken Irish hoch, weil das ist doch wirklich extrem viel. Devin schnappt sich die Artillerie von Grim oder Griffin. Kann ich jetzt nicht lesen. Die Birdwich haben wir zurückgeschlagen und die grandiose Garde muss versuchen, gegen Lindsays Brigade im Nahkampf und eine andere Brigade im Fernkampf zu bestehen. Was natürlich ohne Unterstützung schwer ist. Also schicke ich Taylor wieder zurück. Ist das eigentlich nur noch ein Feuerlöschen nach dem anderen? Da haben wir die Kavallerie-Brigade, die wir gespottet hatten. Die ist in Nahkampf bzw. in Feuerreichweite gekommen und hat mal knapp 200 Mann verloren. Ah, da müssen wir unsere Artillerie schützen, was ich gerade mache. Während wir eine Artillerie-Batterie von niedermachen. Griffiths. Griffiths heißt du. Okay. Da stößt er unten noch nach. Taylor hat Windlose Garde 1 zurückgeschlagen. Da ist Wright wieder. Man sieht, durch die verschiedenen Angriffe von drei Seiten kann er da ganz gut meine Truppen binden. Im Norden bindet er und lässt sich eigentlich fast nur auf ein Feuergefecht ein und macht hier nur wieder mal einen Ablenkungssturmangriff. Während da die Kavallerie doch echt nervig ist. Wir werden vom Süden aus angegriffen. Das ist die Geschichte. So. Ich schlag quasi Kavallerie zurück, aber es rennt halt alles in meinen Rücken rum. Man sieht wunderbar, wie im Nordosten bzw. im Osten direkt er einen großen Bogen geschlagen hat. Und mir halt mich nervt. Das macht er gut. Und hatte deutlich mehr Männer als ich. Ich habe 20.000, hat 40.000. Jo, ich platziere wieder die Truppen neu und versuche die Lücken zu stopfen. Jetzt haben sie schon wieder Skirmisher durchgeschlichen.
dass ich das mit meiner Kavallerie niedermache, weil die nerven. Die lenken mich nur ab und erzeugen unnötig Verluste. Die eine Batterie von Quiffet haben wir wesentlich ja gemacht. Und dann sehen wir im Norden, ist schon wieder seine Kavallerie durch und ich muss schon wieder mit Nelson zurückrennen. Also ein paar Brigaden rennen einfach nur hin und her, weil ich halt immer wieder irgendwo hinstopfen muss, um die, um den gegnerischen Brigaden einzufangen. So, die Skirmisher haben wir im Nahkampf. Und der Nachschubwagen marschiert auch einmal komplett rum. Die Skirmisher allein auch schon Verluste, so gehört sich das, so muss es sein im Nahkampf mit der Kavallerie. Die zerschlagen wir wunderbar, machen nieder. Die haben wir auch losgeworden. Na, da haben wir Mantas Infanteriebrigade im Norden. Was natürlich wieder nervig ist. Wir haben eine ungefähre Verteidigung eingerichtet. Meine Verteidigungslinie entspricht ungefähr einem Dreieck. Zum Beispiel sieht man das auch mit Fossas Artillerie. Da sehe ich, wie die Artillerie relativ dicht dran ist und dachte mir, oh, die können wir uns schnell schnappen. Billige Artillerie-Kit, weil er hat noch 144 Geschütze und 34.000 Mann. Das ist natürlich für uns mit Artillerie zusammengeschossen zu werden nicht besonders gut, besonders aus der Entfernung. Und seine Artillerie kriegt eine schöne Salve rein. Sind noch anderthalb Stunden. Habe sogar mehr noch. Ein Dreiviertelstunden. Und wir schießen noch eine Salve in Fosters Artillerie. Sie hat fast über ein Sechstel ihrer Männer verloren. Sehr gut. Man merkt auch, dass seine Artilleriebatterien mit 600 Mann immer voll sind. Das ist das Maximum im Spiel. Da dachte ich mir, ja gut, ziehst die Infanterie zurück und holst sie mit den Kavalleristen. Hier oben ist Manta noch unterwegs. Die grandiose Garde ist in die Flucht geschlagen. Und ich werde auch gleich zurückfallen, weil ich das einfach nicht halten kann mit einer Brigade. Wir schießen uns weiß von zwei Seiten. Die dritte Seite ist in der Mache. Während ich im Norden diese Manta-Brigade zerschlagen will, damit er uns nicht sneaky von hinten das Ziel holt. Dann kommt er noch seine Kavallerie an. Taylor hat also keine Chance und wir lassen uns zurückfallen. Und bilden mit vier Brigaden und einer Artillerie eine Auffanglinie. Während wir mit der Kavallerie versuchen, die Brigade Manta für Manta gefangen zu nehmen, war eigentlich mein Plan. Aber naja. So, meine Kavallerie fällt die nächste Artillerie an. So. Mantas Infanteriebrigade wird das von der Kavallerie bearbeitet. Von der Infanterie und meine Hoffnung ist, dies zu zerschlagen oder gefangen zu nehmen. Und wir sehen, dass am Süden von zwei Seiten kommt und wenn wir das versuchen zu halten, was schwierig wird, ergreift mit zwei Brigaden die Southern Gentlemen an. Oder drei Brigaden sogar, während der links davon auch nochmal zwei Brigaden, zwei bis drei Brigaden hat. Wenn ich jetzt das managen muss, wie ich die Leute verteile. Ne? Southern Gentlemen sind Gott sei Dank Elite.
Wir haben eine Brigade Nahkampf geschlagen, aber Bentons Brigade kann natürlich den ausschlaggebenden Unterschied machen. Deswegen kommt noch Artillerieunterstützung zu und Flankenfeuer und... Aber es ist ein relativ knappes Ding. Deswegen kommt noch Keith hinzu, um zu unterstützen. Na, jetzt ziehen wir auch hinterher. Schon am, erst haben wir Benton in den Fluch geschlagen. Man sieht das auf der Karte immer mehr. Es sind eigentlich überall blaue Truppen. Egal wo ich bin, es sind blaue Truppen. So. Ganz im Süden. Und da ist das passiert, was ich eigentlich aber nicht wollte. Seine olle Kavallerie hat sich durchgeschlichen. Meine Artillerie ist nicht feuerbereit. Und er geht in den Nahkampf. Und tut meiner Kavallerie sehr weh. Kriegt ein paar Kartätschen rein, aber nicht alle Geschütze konnten schießen. Und das müssen wir, um die Artillerie zu retten. Eine Brigade Infanterie rausziehen, was natürlich ungünstig ist. Ah, hier oben wird immer noch gekämpft, da kam er mit seiner Kavallerie. Da dachte ich mir, naja gut, wir sind weit unterlegen. Das lassen wir mal. Und wir haben noch eine Stunde to go. Und die Verluste sind jetzt schon höher als das, was wir rauskriegen. Munition geht uns aus. Devons Kavallerie macht die Artillerie da unten nieder. Wir haben 7000 Mann bereits verloren und wir haben... Ja, keine Ahnung. Hatte ich jetzt nicht schnell genug gesehen. Da oben haben wir immer die gegnerische Kavallerie in den Flucht geschlagen, plus die Infanteriebrigade. Und ich lasse die Leute da oben machen. Oder ziehe ich die raus? Norm mit seiner Ablenkungs- und Bindungsangriff versucht das immer wieder. Die Smith hatten jetzt in der ganzen Zeit knapp 900 Mann verloren. Sind bei 1100 Mann. Und man sieht auch, meine Brigaden schießen relativ schlecht hinter. Wo sie auf dem freien Feld stehen und auf dem Acker allein die kaum Verluste durch Beschuss. Ganz im Norden Haggard. Schlägt die auch zurück. Der Artillerie ist ja echt Gold wert. Wie schön die Brigaden zusammenschießen. So, Devons Kavallerie schicke ich wieder auf Jagd nach Artillerie. Oh, meine Kavalleriebrigaden wurden in Fluch geschlagen und die sind so schwach, dass ich sage, ja, ne, ist gut, Jungs, aber ihr habt lang genug die Brigaden abgelenkt. Hier im Süden versuche ich zu halten. Wir sind ungefähr gleich stark, aber eine Position ist nicht die beste, weil er auch einen Winkel machen kann bei mir, wie man sieht. Und wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir halten. Taylor erleidet auch relativ hohe Verluste. Ja, und das ist erstmal ein Slugfest. Mit Verlusten, die ich mir eigentlich nicht leisten kann. An erfahrenen Truppen und Männern. Man sieht, meine Truppen schießen nicht wirklich gut in den Nahkampf. Er flieht zwar, aber Taylor erleidet unnötig hohe Verluste. 1000 Gentlemen haben auch 500 Mann verloren. Die Kavallerie hat relativ viele hohe Verluste. Jetzt haben wir es geschafft, ihn in die Flucht zu schlagen und das hat Taylor erwischt. Durch den Nahkampf, durch den Fortgesetzten und durch den Beschuss von allen Seiten. War das jetzt nicht prall. So, ganz im Norden können wir halten. Aber Ferrero überwacht die Artillerie, so dass ich nicht rankomme. Und die zurückziehen muss, weil, ja, das kriegt ja auf den Sack. Ah, dachte ich mir, dann holen wir wenigstens den Munitionswagen und den paar Gefangene. Halbe Stunde noch.
Munitionswagen eingesackt. Und da ist der gegnerische Kavallerie wieder. Right. Da mein 1000 Mann mal angefangen hat und das die ganze Zeit nervt. Das ist unglaublich, aber die Kavallerie von ihm ist in der Schlacht echt ein nerviger Punkt. Nicht nur, dass sie fast meine Artillerie getötet hat, sondern sonst alles niedergemacht hat. So. Also im Süden haben wir das, die Lage ein bisschen stabilisieren können. Die Lücke in der Mitte im Westen schließen wir nochmal, weil der Leisure schon wieder kommt. Aber die baskischen Kronprinzen können da zwischenschießen. Die Grandlose Garde hat auch fast 1000 Mann verloren. Steht aber auch relativ ungünstig auf dem offenen Feld, hat keine Deckung und wird von zwei Brigaden angegangen. Ist natürlich klar, dass sie nicht halten kann. Dann haben wir Perrin verloren. Perrin ist unsere Nachschubgeschichte. Mit Bebes Kavallerie. Was echt unschön ist. Also muss Taylor dich schick Taylor los, um unsere Nachschubkiste zurückzuholen. So ein nerviger Quatsch. Jetzt weiß ich immer, wie es mir immer geht. Das Schlimmste ist gegessen. Devin haut ab. Wir müssen nur noch die halbe Stunde rumkriegen. Vielleicht kriegen wir noch unseren Nachschubwagen zurück. Er pusht nochmal, aber wir haben wenigstens Flankenfeuer mit zwei Brigaden. Taylor hat sie auch wieder gesammelt. Kriegen jetzt hin. Wir haben auch die Artillerie in der Nähe, die gleich reinschießen kann. Aber das braucht sie nicht. Da nehmen wir noch ein paar Leute ab. Sehr schön. Mal sehen, um die Brigaden im Norden. Helgit hat es mit 2000 Mann bestartet, hat 1400. Smith ist bei 929 angekommen. Baskischen Kronprinzen, naja, 1700. Es gibt Brigaden, die einfach durch Dauer des Gefechts, durch die Dauer der Schlacht niedergerungen werden. Zum Beispiel Keat hat noch 1900. 1000 Gentlemen haben knapp 1500. Stuart erleidet ein bisschen Schuss. Nelson hat 400 Mann verloren, Taylor hat Paul verloren. Die Randose Garde hat auch fast 1000 Mann verloren. Hier machen wir nochmal Klaus Artillerie nieder. Kavallerie ist aber jetzt nicht so willig, in den Nahkampf zu gehen. Aber das kriegen wir schon ein bisschen Micromanagement hin. Es sind noch 5 Minuten. Dann hat sich das Thema gegessen. Und das werde ich auch nicht lange auswalzen. Sondern recht schnell beenden. Perrin haben wir zurückgeholt, unser Nachschub, was richtig geil ist. Auch ohne Verluste. Dann helfen wir die Artillerie noch die letzte Minute. Leider kriegen wir sie nicht mehr kaputt. Ich mache unwenige Verluste. Oh, und wir haben die Schlacht gewonnen von Jackson, die Belagerung. John Park, John McClernand und William Tecumseh Sherman waren auf der gegnerischen Seite mit 36.913 Infanteristen, 1.878 Kavalleristen und 168 Geschützen. Sie haben verloren an Toten und Verwundeten 11.318 Infanteristen, 38 Geschütze, 900 Kavalleristen und 94 Gefangene. Thomas Jackson hat mit 18.000 Infanteristen, 1.000 Kavalleristen und 20 Geschützen gekämpft. Er hat verloren 4.491 Infanteristen, 3 Geschütze und 531 Mann. Keine Gefangenen. Ich glaube, die Schlacht an sich hat nur 3.800 Mann Rekruten gebracht. War jetzt nicht so prall. Wir haben knapp 5.000 Mann verloren. Also wir haben minus von 1.200 Mann. Seine Verluste sind noch relativ gering. Ein Drittel hat er verloren, während wir ja etwas weniger als ein Drittel verloren haben. Besten Einheiten, Charles und Gentlemen. Gucken wir mal, die mit den höchsten Verlusten. Smith, 1100. Randose Garde, 939. Ja, ist nicht so prall, ne? Offiziere, zwei Verwundete. Devin, Smith, Fergut, Grinder und Mott. Das sieht gut aus. Güter. Wir haben so viel Harpers Ferries erobert, wie wir verloren haben. Das ist gut. Dann ein paar Infields haben wir uns reingeholt. Ansonsten
von den Waffen und Co. nicht wirklich viel eingesackt. Paar Springfields. Also sehr wenig gute Ausrüstung erbeutet. 32 Lorenze. So, und dann kriegen wir nochmal 94 Gefangene gegen 94 Gefangene. Wir haben knapp 4849 Rekruten und jetzt werde ich gleich zaubern müssen, um das alles wieder hochzukriegen. Erstmal verteilen wir den letzten Karrierepunkt. Und ich mache mal meine Veteranen ein bisschen billiger. Dann verscherbeln wir alle Waffen, die wir nicht brauchen, wie die Plankter-Gewehre. Die Schütze, die wir erbeutet haben. Und dann fangen wir an, das erste Korps wieder zusammenzubauen. Erstmal holen wir uns die Generals. Ja, was kann man dazu viel sagen, ne? Wir versuchen so weit wie möglich Elite reinzubauen. Ränge zu erhalten. Aber natürlich ziemlich schnell, ziemlich teuer. Erstmal mache ich die Kavallerie wieder auf ihre Sollstärke. Wie wir sehen, frisst das schon ordentlich Männer und Geld. Bei Devin gehe ich auch Veteran, weil er fast den zweiten Stern hat. Die haben sich sehr gut geschlagen in der Schlacht. Klack, so. Das sieht man auch. Sie haben 98 Mann verloren, war bei der Lagerung von Jackson 532 zugefügt. Da kann man nicht meckern als Kavallerie. 1-1 Verlust zu 2-3, 2-4 und aufgerundet Kills. Das passt. Ist in Ordnung. So, dann fangen wir mit der ersten Division an. Bei den Kronprinzen gucke ich erstmal, wie hoch der Erfahrungsverlust wäre. Geht aber, kann ich mit leben. Bei den Gentlemen, da kann ich nicht mit leben, dass sie nicht mehr Elite sind. Und die paar hundert Mann werden richtig teuer. Erste Division fertig. Ja, bei der zweiten, ne, das Spielchen mit der Erfahrung. Endlose Garde hat sehr viel verloren. Die kommen halt nicht mehr vorwärts mit ihrer Ausbildung. Texas Rangers. Kann ich mal Grünschnibbel nehmen, die paar Mann. Die haben sich echt gut geschlagen, die Schlacht. Man sieht auch, deren Werte sind ja auch generell alle recht voll, bis auf Darkkampf. Texas Rangers sind halt Ballerer, keine Nahkämpfer. Post, Brigade, ja. Verliert ein bisschen Ausdauer, kann ich mit leben. Smith wird ein harter Brocken. Aber wir müssten sie eigentlich auch ganz gut vollkriegen, ohne dass sie allzu viel Erfahrung verlieren. Und das sollte auch passen. So, dann haben wir noch 717 Mann. Plus die Verwundeten, also inklusive der Verwundeten, die sich erholt haben. Dank unserer Verwundeten-Geschichte. Und es wird gerade so aufgehen, dass wir unser zweites Korps wieder auf Sollstärke kriegen. Gerade so. Wir haben knapp 360 Mann über. Und ein bisschen Kleingeld. Das ist schick. Und jetzt überlege ich mir kurz, wo packen wir die hin? Behalten wir die? Packen wir die weg? Holen wir uns 4000 neue Rekruten? Mit politischen Gefallen? Aber ich denke mir, warte, politischen Gefallen ab. Vielleicht verlierst du eine Schlacht. Dann brauchst du die Punkte, um nicht die Kampagne zu verlieren. Dachte mir, wir können ein bisschen Brigaden verstärken im Kadettenkorps. Weil man sieht ja, da sind die Brigaden nach der Schlacht von Gettysburg doch echt angeschlagen teilweise. Und wir verteilen da mal ordentlich Leute. Im Endeffekt behalten wir 58 Mann. Alle Brigaden schick.
Stärke ungefähr gleich, alle um die 20.000. Passt. So. Sehr geehrter Herr Präsident, da fand ich General grandios. War in den letzten Monaten äußerst erfolgreich und ich glaube, wir müssen dringend unsere Pläne ändern. Ich schlage ein Treffen unserer besten Kommandeure vor, um einen Weg zu finden, wie wir diese teuflische Armee schlagen können. Ah, teuflisch. Und Präsident Lincoln macht sich große Sorgen über ihre mangelnde Angriffslust im Feld. Ja, angreifen tun sie immer. Diese fortwährende Passivität ist der Grund für unnötige Verluste, die mit 5.400 neuen Rekruten ersetzt werden müssen. Ja. Hat ungefähr 100.000 Mann. Da haben wir nicht viel weggemacht. Seine Ausbildung ist ein bisschen schlechter geworden, aber seine Qualität der Waffen ist weiterhin gestiegen. Und weil wir Gettysburg gewonnen haben, wird die Schlacht von Chickamauga ein bisschen weniger sein. Die Waffen behalte ich alle. Da haben wir ganz gut Waffen im Lager. Genau. Die Cumberland-Armee unter Major General William Rosecrans hat durch eine sehr brillant durchgeführte Manöver sämtliche konföderierten Streitkräfte aus dem mittleren Tennessee verdrängt. Wie denn so eine schlechte Nachricht? Anfang September 1863 hat Rosecrans seine Offensive wieder aufgenommen und die Stadt Chattanooga ohne nennenswerte Gegenwehr besetzt. Sie haben Befehl, zwei Korps zu entsenden, um Rosecrans Vormarsch aufzuhalten. Wenn Rosecrans nach Süden marschiert, bringt sich ihre Armee in Position, um ihn anzugreifen, solange seine Streitkräfte getrennt vorrücken. Rosecrans scheint unsere Pläne zu kennen und zieht seine Armee zusammen, um sich geschlossen über die Lafayette Road nach Chattanooga zurückzuziehen. Das heißt, wir müssen angreifen. Und das mit unseren geringen Mannstärken. Wir sehen, wir können auch tatsächlich nur zwei Korps einsetzen. Somit ist das Kadettenkorps ja raus. Das Schöne ist, seine Truppen sind zumindest am Anfang der nächsten Schlacht recht schwach. Reguläre Truppen in Regimentstärke. Zwar haben die gute Bewaffnung, aber nicht allzu viele Männer, was wir so fast aufklären können. Eine Menge Skirmisher. Bisschen Kavallerie. Minty. Doch mehr Kavallerie. Ein paar Skirmisher. Skirmisher haben sehr gute Waffen. Frank Wessens. Und wir beginnen die Schlacht nur gegen 12.000 Soldaten, aber drei Korps, vier Divisionen und 25 Brigaden. Das heißt, da ist noch deutlich mehr unterwegs. Da, dass wir noch nicht genau sehen können, was alles da ist, aber es wird zum Großteil Kavallerie-Skirmischer und schwache Infanterie sein am ersten Tag. Na, je nachdem, wie wir starten, können wir mit ein bisschen Glück pushen. Das erste Korps werde ich dann wieder als Vorhut einsetzen. Erste Korps gewinnen und zweite Korps wird dann nachmarschieren. Weil es braucht auch mal einen Tag Ruhe. Ja. Ersten beiden Korps sind ja die, die Hauptlast der Kämpfe tragen. Die muss ich immer stark halten. Das dritte Korps, das Kadettenkorps halt so, wie Leute denn da sind. Ja. Und das war es dann eigentlich auch schon für die Folge. Gucken nochmal. Ja, ich würde 11.000 Mann kriegen. Muss also meine Verluste unter 11.000 Mann halten. Plus die, die sich wieder erholen. Und da sehen wir auch, dass er 10% weniger Truppen hat. Aber das macht bei seinen Zahlen nicht viel aus. Er hat 93.000 Mann, 10% sind 9.300. Also 100.000 Mann oder 90.000 Mann. Ja. Genau. Denn das nächste Mal sehen wir uns in Chickamauga auf der Straße nach Chattanooga.